Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angesehen, wie wir in C++ Abstraktionen erstellen können. Und im Wesentlichen geht das eben so, dass wir mit dem Schlüsselwort virtual wie üblich virtuelle Methoden erstellen können. Und abstrakte Methoden, wie wir sie aus C# kennen, werden ebenfalls als virtual gekennzeichnet, aber dahinter mit dem ist gleich 0. Das heißt, diese Klasse ist dann ebenfalls abstrakt und um die Funktionalität in ihr tatsächlich nutzen zu können, muss eben eine andere Klasse von ihr ableiten und die entsprechenden noch abstrakten Members implementieren. Und genau das habe ich jetzt hier mal in Standardartikel gemacht. Wir hatten uns ja das Beispiel aus Übung 4 für die Darstellung der Abstraktionen in C++ ausgewählt. Und ich habe hier jetzt eben eine Klasse Standardartikel, die von Artikel mit Public ableitet. Und hier sehen wir dann eben schon, dass ich hier eine Deklaration habe, dass ich in dieser Klasse die Aktualisiere-Qualität, die noch abstrakt ist in der Basisklasse, hier überschreibe. Dieses Override gibt es erst seit C++ 11. Das heißt, wir können das erst ab diesem Standard einsetzen, wenn Sie einen älteren Standard in Ihrem Code einsetzen, dann ist dieses Override-Schlüsselwort nicht zur Verfügung und dann kann man es auch einfach weglassen. Auch dieses Virtual muss man nicht hinschreiben, es reicht vollkommen aus, wenn man das sozusagen in dieser Variante hier angibt. Auch dann haben wir immer noch eine valide Überschreibung der Methode aus der Basisklasse, wenn diese eben virtuell ist. Ich würde Ihnen aber auf jeden Fall raten, zumindest Override hier mit einzusetzen. Warum? Wenn ich mich jetzt hier eben hier beispielsweise vertue beim Schreiben, dann kriege ich sofort Feedback vom Compiler, dass ich mit dieser Methode, die ich eigentlich aus der Basisklasse überschreiben möchte, dass diese in der Basisklasse nicht verfügbar ist. Deswegen würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, dass Sie hier Override angeben, wenn Sie eine Methode überschreiben. Das Virtual am Anfang kann man meines Erachtens durchaus weglassen, weil mit dem Override hat man eigentlich die Informationen, die man als Leser braucht. Und wir haben hier dann eben natürlich auch noch eine Source-Datei, die ich Ihnen auch noch zeigen möchte. Wir sehen hier eben, dass wir, wenn wir diese Methode dann letztendlich implementieren in der Source-Datei, die hier in dieser Klasse Standardartikel überschrieben ist, dann gibt man das Override nicht an. Wir können hier auch gar nicht diese Angabe machen. Wir bekommen dann einen Compiler-Fehler, wie wir das hier eben sehen. Das heißt, nur bei der Deklaration einer Methode innerhalb des Klassenscopes geben wir tatsächlich Override an. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man hier virtual angeben kann. Das probieren wir jetzt einfach auch nochmal aus, aber es geht anscheinend auch nicht. Also, wie bei anderen Features aus C++ schon gewohnt, gibt man eben die entsprechenden Dinge hier Override und Virtual bloß bei der Deklaration an. Sie können dann hier natürlich sofort die Implementierung nachfolgen lassen von dieser Aktualisiere-Qualität-Methode, wenn Sie diese aber eben in die Source-Datei auslagern. Nach diesem Schema, dann dürfen Sie Virtual und Override dort nicht anführen. Ja, und was wir dann jetzt eben nochmal machen können, ist, wir schauen in die Program CS und wir holen uns hier die entsprechenden Header rein. Wir brauchen hier die Abstraktion nicht mehr, aber können dafür eben den Standardartikel holen. Und wir können jetzt eben tatsächlich hier einen Artikel-Pointer machen. Und diesen lassen wir eben dann auf eine Instanz von Standardartikel schauen. Wie gewohnt. Und wir können hier jetzt eben die Aktualisiere-Qualität-Funktion aufrufen. Vorher kann ich natürlich noch sagen, dass ich erstmal die Haltbarkeit beispielsweise auf 10 setze und dann die Qualität auf 20, meinetwegen von meinem Artikel. Ich gebe Ihnen jetzt nicht mal einen Namen. Und dann rufe ich jetzt eben hier aktualisiere Qualität auf. Und dann können wir ja hier nochmals die Haltbarkeit
und die Qualität hier auf der Konsole ausgeben, das Ganze kompilieren und dann werden wir jetzt hier nochmal durchdebuggen und dann eben tatsächlich sehen, dass es sich hier um einen polymorphen Aufruf bei virtuellen Funktionen handelt. Das heißt, wenn wir hier jetzt aktualisiere Qualität aufrufen, landen wir hier unten in der Implementierung der Subklasse, obwohl wir uns eben hier eigentlich mit einem Pointer der Basisklasse Artikel bewegen. Das ist eben die dynamische Bindung und die funktioniert in C++ genauso wie in C#. Das heißt, es wird eben zur Laufzeit bestimmt, welches Objekt ist denn hinter diesem Pointer tatsächlich verfügbar. Wir schauen uns die VTable des entsprechenden Objekts an und suchen dann eben die überschriebene Methode, die am nächsten in der Vererbungslinie zu finden ist. Und damit sind wir schon am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!